Robin hier von Post Professionals. Hier für euch ein Kapitel aus einem meiner längeren Videos, zu dem ihr alternativ auch hier oder in der Beschreibung den Link findet, wenn ihr lieber alle Themen am Stück schauen wollt. Und wenn du neu hier auf dem Kanal bist und nach einem umfassenden Training für Final Cut Pro auf Deutsch suchst, wo du wirklich alles Wichtige über Final Cut Pro lernen kannst, was es zu lernen gibt, dann schau gerne bei uns auf der Seite vorbei. Der Link dahin auch in der Beschreibung. Jetzt aber frohes Lernen. Wenn wir einfach mal beim Thema Seitenverhältnisse bleiben. Was ist, wenn man beispielsweise sein reguläres Projekt noch nicht an das quadratische oder sonstige Format angepasst hat und vorab schon grob schauen möchte, wie die Dinge nach ihrer Anpassung aussehen könnten und mit welchen Einschränkungen man rechnen muss? Nun, hier kommen die neuen Bildüberlagerungen ins Spiel. Wenn man in das Darstellungsmenü vom Viewer schaut, sehen wir im Abschnitt Überlagerungen neben den bisher schon vorhandenen Bereichsrahmen für Titelaktionen sowie den Horizontüberlagerungen jetzt zwei neue Menüpunkte für eigene Überlagerungen. Über den ersten Menüpunkt eigene Überlagerungen anzeigen, kann ich jede selbst definierte Überlagerung ein- und ausschalten. Kann ich aber im Moment nicht, da ich ja noch keinen ausgewählt habe, der angezeigt werden soll. Dies mache ich mit dem zweiten neuen Menüpunkt. Unter dem Untermenü sehen wir die Option, eine eigene Überlagerung hinzuzufügen. Wähle ich es aus, wird ein Dialogfenster geöffnet, in dem ich zu der gewünschten Überlagerung navigieren kann. Ich habe auch eine kleine Sammlung verschiedener Überlagerungen zusammengestellt, die ich persönlich sehr nützlich finde. Zum einen verschiedene Seitenverhältnisüberlagerungen von quadratisch oder square bis superwide sowie verschiedene Arten von Gittern und Safe Zones. Wenn einer meint, dass diese auch für ihn hilfreich sein könnte, habe ich einen Download-Link zu ihnen in der Beschreibung. Ich wähle einfach mal die 1.0, mit anderen Worten quadratische Überlagerung. Das Fenster schließt sich und sofort sehe ich die schwarzen Balken auf jeder Seite, die mein Bild überdecken. Damit sehe ich bereits vorab die maximale Fläche, die ich sehen kann, wenn ich mein Projekt an ein quadratisches Seitenverhältnis anpassen würde. Gehe ich jetzt zum Untermenü Eigene Überlagerung anzeigen zurück, kann ich jetzt auswählen, ob die Balken mehr oder weniger transparent sein sollen. Die Überlagerungen sind auch global, was bedeutet, dass dieselbe Überlagerung auch dann sichtbar bleibt, wenn ich zu einem anderen Projekt wechsle. Leider werden sie aber auch mit angepasst und nicht mit Füllen überlagert, wie man es aus der spatialen Anpassung kennt. Mit anderen Worten, wenn ich zu meinem quadratischen Projekt zurückwechsle, sehen wir, wie die Überlagerung angepasst, das heißt verkleinert wird, was ich recht unglücklich finde. Etwas, für das ich aber bereits Feedback an Apple gegeben habe. Neben dem Wunsch, sie auch mit einer Differenzfüllmethode überlagern zu können, womit sie deutlich besser sichtbar wären, wenn dieselbe Farbe in der Überlagerung im Videobild überlagert wird. Das heißt zum Beispiel, ein schwarzes Gitter über ein sehr dunkles Video ist ohne diese Option praktisch unsichtbar. Wenn ich weitere Überlagerungen zur Auswahl hinzufügen möchte, kann ich den Vorgang einfach wie zuvor wiederholen. Wenn es mehrere gibt, die ich gleichzeitig hinzufügen möchte, kann ich zum Untermenü zurückkehren und hier ganz unten im Finder zeigen anwählen. Danach öffnet Final Cut den Ordner im Finder, in dem alle Bilder für die Überlagerung gespeichert sind. Jetzt kann ich einfach jedes Bild, das ich als Overlay verwenden möchte, in den Ordner kopieren. Zurück in Final Cut kann ich sehen, dass ich nun Zugriff auf alle Bilder habe, die ich gerade hinzugefügt habe. Ein weiteres Feature, was ich mir an der Stelle wünschen würde, wäre, Unterordner zu haben, da es hier schnell sehr voll werden kann. Jetzt kann ich zum Beispiel die Überlagerung auswählen, die ich zusammengestellt habe, was alle verschiedenen Seitenverhältnisse enthält, die für mich als Referenz relevant sein könnten. Von 1,9 zu 1 bis zu einem 9 zu 16 Anzeigebereich. Ein weiteres Overlay, das ich beispielsweise für vertikale Videos zusammengestellt habe, ist eine IGTV-Überlagerung, das mir ein Worst-Case-Szenario beim Ansehen vertikaler Videos auf Instagram zeigt. Wenn ich also sicherstellen möchte, dass die wichtigsten Teile meines Videos immer sichtbar sind, auch wenn alle möglichen Elemente auf dem Bildschirm aktiv sind, kann ich dies als Referenz verwenden. Oder sogar verschiedene Gitter und so weiter. Natürlich werden diese Überlagerungen nicht in den exportierten Film gerendert, sollte ich sie vor dem Export aktiv lassen. Mit anderen Worten, wenn ich eine Grafik hiervon eingebrannt benötige, muss ich sie als normale Grafik importieren. Also insgesamt einer meiner persönlichen Favoriten unter den neuen Funktionen. Hat dir das Ganze geholfen? Dann würde ich mich mega freuen, wenn du dem Kanal und mir mit einem einfachen Daumen hoch oder gar Abo und kleiner Glocke
helfen magst, dass ich auch weiterhin solche Gratis-Tutorials produzieren kann und du sie auch nicht verpasst, wenn sie rauskommen. Dafür jetzt schon ein riesen Dankeschön und ich hoffe, euch im nächsten oder vielleicht in einem dieser Videos wiederzusehen, die YouTube meint, ihr auch gesehen haben müsst. Bis dann, bleibt gesund.